Liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Tell, ihr gehört der Pfarrer Samuel Burger aus Konufingen. Ich möchte euch heute die Geschichte von einem Mädchen aus dem Schangnau erzählen, die auf einen ganz besonderen Lebensweg zurückschauen kann. Sie heisst Elisabeth Neuenschwander und ist 1929 in einer kinderreichen Familie geboren. Sie ist aufgewachsen wie die anderen Kinder auch und hat Damenschneider gelernt. Aber sie hat sich dann nicht einen flotten Bauernsohn angelacht, sondern hat einmal fortwollen ins Ausland. Mit 19 ist sie auf Dänemark, weil sie jemanden von dort hat lernen kennen. Ihr Vater hat sie dazu ermutigt. Es gäbe überall auf der Welt rechte Leute, hat er ihr gesagt. Nach 2 Jahren ist sie wieder in die Schweiz gekommen, hat in Heim für Behinderte und Schwererziehbare gearbeitet und sich dazu weitergebildet. Ein bisschen später hat sie einen Einsatz gemacht als Freiwillige in einem Arbeitslager für Flüchtlinge in Belgien. Und dort hat sie ihr den Ärmel hineingenommen. Da hat es Menschen, die Hilfe brauchen und ich könnte ihnen helfen. Hey, dann muss ich es machen. So hat sie auch gedacht. Und von dann an war sie an vielen Orten auf der Welt im Einsatz, wo Menschen Hilfe brauchen. Allen voran Frauen, die unter Kriegen und Umstürzen am meisten gelitten haben. In Griechenland, Jordanien, Israel, Pakistan, Indien, Nepal und Algerien hat sie gearbeitet. 1968 war sie im Bürgerkrieg in Biafra in einem Rotkreuzspital und wäre fast Opfer eines Bombenangriffs geworden. In Indien hat sie ein Lager mit 3000 geflüchteten Tibeter geleitet, hat mit ihnen Teppiche geknüpft und die in der Schweiz verkaufen. Dann hat sie ein Flüchtlingsheim für Tibeter in der Schweiz geleitet und ist nachher auf Pakistan, für dort unter geflüchteten Frauen und Kindern aus Afghanistan zu arbeiten. Und als sie mit 64 ist pensioniert wurde, hat sie sich noch selbstständig gemacht und Schulen für afghanische Kinder und ein Nähcenter für junge Frauen gegründet, sodass die etwas lernen konnten, was sie dann später auch davon leben konnten. Mittlerweile ist Elisabeth Neuenschwander bald 95 und sie hat ihr Hilfswerk in jüngere Hände gegeben. Spannend an ihrem Leben, dünkt mich, sie hat all das nicht gesucht und hat auch nie eine Karriere geplant, auch wenn sie wichtige leitende Stellungen hatte. All die Aufgaben sind ihr zugetragen worden. Komm, hilf uns! Und sie hat nicht Nein gesagt. Sie hat sich diesen Aufgaben gestellt und viel Gutes bewirkt an den Rändern von so vielen Konflikten. Es ist ihr ein bisschen gegangen wie dem Mann im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da liegt ein Verletzter am Boden, dem muss ich helfen. Und nicht lange überlegen, bin ich überhaupt zuständig und kann ich denn das, sondern das Rechte machen. Das Mädchen aus dem Schangnau hat das Gleiche gemacht. Sie ist hergestanden, dort, was sie gebraucht hat. Hat gemacht, was ist nötig war. Und hat jetzt halt statt eigene Kinder und Grosskind tausende von Kindern, die sie von ihnen weiss, weil ich dort war, ist etwas aus ihnen geworden. Sie hat nicht vergeben gelebt. Ich meine, wir müssen nicht das Gleiche machen. Aber in ihrem Leben habe ich gesehen, was es heissen kann, jemandem ein Nächster sein. Die anderen wahrnehmen, ihnen nicht Gleichgültigkeit, sondern Interesse entgegenbringen. Und wenn es nötig ist, ihnen helfen. Und das können wir auch hier bei uns, in unseren Familien, in unseren Klassen, und Büro und Betrieben. Unser Herz sagt uns schon, was wir zu tun haben. Und so verändert das nicht nur die Situation, es verändert auch uns selber. An jeder solchen Begegnung wachsen auch wir. Und in solchen Begegnungen erfahren wir Gott. Der, der gesagt hat, was dir einem von meinen geringsten Brüdern hat da, das hat dir mir da. Ich wünsche euch einen guten Tag.